Jetzt möchte ich noch einen kleinen Bericht machen über diesen Emcotec SPS Power Switch. Er ist ein deutscher Hersteller. Bietet diesen Power Switch an, dass man vorher schon den Akku reinstecken kann und dann nur noch so einen Magnetstecker am Heli ziehen muss, damit dann der Stromkreis geschlossen wird zwischen Akku, angeschlossenem Akku. Das ist wirklich ein gutes Konzept, hat mir gefallen. Ich habe mir den dann gekauft. Der kostet, glaube ich, so um die 120 Euro, 130 Euro, 120 Euro, so um den Dreh. Ist hier 100 bis 200 Ampere. Natürlich ohne Steckerbuchsen am Ende. Also das ist ein ziemliches Affengebrech. Also früher als kleiner Junge durfte ich für meinen Vater die Drähte immer zusammenhalten. Mein Vater durfte löten. Ich war immer der Drahthalter. Jetzt 40 Jahre später musste ich es alleine machen. Also das ist ein ziemliches Affengebrech. Ne? Also was Emcotec zum Beispiel nicht macht, ist, also ich habe da diese Smart Technology von Spektrum und die haben eben, wie gesagt, dieses dritte Kabel, was hier durchgeführt wird, durchgeschliffen wird am Akku. Das ist ja die Akkuseite. Und hier haben wir dieses dritte Kabel in der Mitte mit dem Pin zwischendrin. Das ist das Akku-Telemetrie-Kabel. Das geht natürlich verloren. Ne? Also bei dem Emcotec-Konzept gibt es hier, wie gesagt, nur die Plus-Minus-Pol, Minus-Pol, Plus-Pol. Ohne Steckverbindung, die muss man sich dann selber zusammenlöten. Ich habe mir jetzt, habe den schon geschrieben, Mensch, wäre schön, wenn ihr das dritte Kabel durchschleifen könntet. Ich habe es jetzt selber gemacht, ne, aber das ist ein ziemliches, also das ist ein ganz schönes Affengebrech. Also diesen Stecker selber löten, aber das Kabel ist wirklich relativ kurz. Ne, mit Schrumpfschläuche muss man vorher draufstecken, ganz nach hinten schieben. Mit dem Starklötkolben, das wird so heiß, also da schrumpft der Schlauch schon vorher. Und man braucht zum Löten wirklich vier Hände. Also das ist wirklich so. Also einer muss die Drähte halten und der zweite Mann muss den Lötkolben halten und beim Löten Lötzinn hinzuführen. Also nur so funktioniert das Konzept. Also so kriegt man auch eine ziemliche saubere Lötstelle hin. Ich habe es aber jetzt trotzdem geschafft, irgendwie, ich habe da was zusammengebaut in Vorrichtung, um die Drähte da einigermaßen gut hinzuhalten. Wir haben so ein Konstrukt gebaut, damit es einigermaßen hinhaute. Und das ist jetzt ganz gut geworden. Das Affige ist nur, wie gesagt, den dritten Pin. Also wenn man die... Das sind wirklich dicke Kabel. Ne? Also das ist kein... Also Spaß macht das nicht. So dicke Kabel zusammenlöten mit so einem Starklötkolben, weil es wird so heiß und dann zum Schluss muss man noch diesen dünnen Draht hier auf den dritten Pin drauflöten und also man muss so aufpassen, dass die Lötnuten nicht zu dick sind, ne? Die dürfen auch beim Löten nicht auf den mittleren Pin noch zulöten, das ist auch ganz blöd, also das ist wirklich kein leichtes, das hat mich einen ganzen Tag gekostet, um diese Stecker da drauf zu löten, mit nur zwei Händen statt vier Händen. Also das ist wirklich, war jetzt ein ziemlich großes Thema, aber ich habe es jetzt geschafft, mit den beiden Steckerbuchsen und einem Schrumpfschlauch drauf und das dritte Kabel, was jetzt durchgeschliffen wird, das jetzt sozusagen... Das Akku-Telemetrie-Kabel von hier nach da bis zum Motorregler hin überführt wird. Ne? Also das hat jetzt funktioniert, das Konzept. Und das Gute daran ist, also ich hatte vorher einen anderen Hersteller mit einem 6S-Akku und einem teuren Regler, den ich mir gekauft hatte von Graupner. Das hat richtig gut gefunkt. Ne? Also wenn man da den Akku an den Regler dran steckte, das machte erstmal gut Knacks. Ne? Also da kam erstmal der große, dicke Funke. Das ist, ich habe das jetzt wie gesagt nicht getestet ohne den SPS Power Switch,
von MQTech. Ich habe dir noch geschrieben, ob man das dritte Kabel, ob sie das nicht so anbieten können, fertig schon gelötet, irgendwie mit dem dritten Akkutelemetriekabel. Haben natürlich nichts zurückgeschrieben. Das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein Elektrotechnik, so ein Zickenthema, weil jetzt eine Firma sagt, na, wir wollen jetzt alles ein bisschen vereinfachen, die Akkutechnik, jetzt müssen wir was verändern, jetzt brauchen wir ein drittes Kabel noch und einen kleinen Chip, den wir hier vorne einbauen. Das ist viel more easy peasy, dafür müssen wir aber jetzt was verändern technisch. Jetzt zittern alle Hersteller und sagen, wieso, warum, weshalb, aber ich finde es gut. Also das ist so ein, irgendjemand muss mal den Schritt wagen, pushen. Das ist so Steve Jobs, pushen, pushen, pushen. Also ich frage mich immer noch, wie Steve Jobs es geschafft hat, so viele Innovationen in so einem kurzen Zeitraum durchzudringen. Also andere Menschen brauchen dafür ihr ganzes Leben und sie schaffen es noch nicht mal. Aber das finde ich gut an dem Konzept SPS Power Switch, dass das jetzt wirklich, also man kann ja diesen Akku anschließen, diesen 6S Akku, Smart Akku. Und da funkt nichts, ne? Man hört nichts, es ist ganz sauber, springt kein Funke über, kein Knacksen, nichts. Also genau so habe ich mir das gewünscht, das ist auch ein gutes Konzept, so wie ich es gemacht habe. Ich kann das jetzt gerne mal Menschen unter Beweis stellen. Ich habe ja noch hier so diesen Spektrum IX12 mir besorgt. Auch ein sehr guter Sender, mache ich später auch noch einen Bericht. Und das hat mir jetzt gefallen, dass jetzt dieses Knacksen weg ist und hier dieses Akkutelemetriekabel hier noch durchgeschliffen wird, hier in dem, durch den MQTech. Nach meiner famösen Lötarbeit, die jetzt wirklich funktioniert hat und das Kabel jetzt auch so verlegt ist in der Mechanik, dass es auch wirklich nicht stört. Also es wird auch nicht heiß oder warm. Also das Einzige, was warm wird, ist der Motor. Hier unten, da strömt es raus oder hier oben auch, aber es ist okay. Also es ist jetzt auch der Regler von Avian, der ist auch von Spektrum Avian 120, der ist auch sehr gut. Und das wollte ich jetzt mal testen, wie gesagt, in Verbindung mit dem Spektrum Avian Motorregler ESC, der auch für die gesamte Stromversorgung zuständig ist, ne, für die Servos, für die Antennen und für die Empfänger und künstliche Horizontgeschichte. Und jetzt ist eben dieser MQTech ist genau dazwischen geschaltet, ne? Und das ist halt, war das jetzt das Problem, dass das dritte Kabel ja nicht durchgeschliffen wird, ne? Also die gesamte Akkutelemetrie sollte ja über den Regler, ESC-Regler, an den Empfänger übertragen werden, dass es dann vom Empfänger an den Sender weitergeleitet wird, ne? Also das ist so eine, das war jetzt noch so eine Geschichte, so ein Bauprojekt, Lötprojekt mit, wie gesagt, relativ kurzen Kabelverbindungen, also die sind so kurz, wie sie sind. Und das ist wirklich, also mit gerade mal zwei Händen, diese Schrumpfschläuche plus Kappe plus die zwei dicken Drähte verlöten und dann zum Schluss noch diesen kleinen Pin in der Mitte genau treffen und auch nicht zulöten beim, den mittleren Pin nicht zulöten mit dem Starkstrom, mit dem Starklötkolben, ne? Also der wirklich, also wenn die, wie gesagt, wenn die Lötnut zu dick wird, dann der mittlere Pin, der ist wirklich, also das ist jetzt ja der Gegensteckerstück, also der mittlere Pin, also genau so sieht auch der Pin aus, ne, wo man jetzt das mittlere Kabel noch drauf löten muss, plus ein Schrumpfschlauch noch drüber. Das ist schon, also wirklich mühsame Arbeit, aber gut, es hat jetzt funktioniert und jetzt ist noch die Präsentation, dass man wirklich kein Knacksen hört und keinen Stromschlag. Also es funktioniert perfekt. So, ist eingeschaltet. Stellen wir den mal hin, dass er nicht. Gashebel ist runter. So, jetzt muss ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das so schaffe. Doch mal so hinstellen. Als Beweis.
weiß, dass ich hier nicht rumtrickse, sondern den Akku jetzt wirklich anstecke. Nichts zu hören, ne? Also es ist wirklich eine ganz saubere, astreine Verbindung. Funktioniert. Also hier kommt noch der Stecker dran vorne. Das habe ich mir genauso ausgemessen, dass das genau passt. Beziehungsweise hier sieht man das. Genau, da kommt noch der Stecker dran für den Magnetschalter. Da kommt man auch noch gut dran. Keine Kabel im Weg. Keine Funke beim Anschließen. Der Lüfter läuft schon vom Alien 120. Also es funktioniert wunderbar, ne? Also hat sich gelohnt, die Mühe mit dem Emcotec SPS Power Switch zwischendrin. Daumen hoch!